Im EAV Mohn behandeln wir das, was wir hinter mir sehen. Und zwar ist das der Bahnhofplatz von Schüpfen. Der soll schöner, zweckmässiger und vor allem sicherer werden. Im Bericht von Lukas Studer erzählt der Gemeindeamte Bruno Stauder, wie das 2-Millionen-Projekt der Gemeinde aussehen soll. Weitere Themen im EAV Mohn sind die Wahlen. Wir erzählen, was der Nationalratskandidat, der Schöpfer Roland Mahler, zu seiner Nomination sagt. Und wir haben geschrieben, mit welchen 2 Personen als die SVP ihre Liste voll bekommen hat. Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen.